Was sind die beste Seite für SCUF-Controller? Meiner Meinung nach Burn. Einfach mal unter dem Stream einen Link abchecken. Mann, ist der wieder am Tryharden, ey. Yeah, moin, liebe Leute, ich bin es hier, der Drachenritter, hier mit einem neuen Video und hier, meine Freunde, heute hier mit dem FAQ und ich hoffe, es gefällt euch. Ist auf jeden Fall, ja, die ein oder andere lustige Frage mit dabei und den Anfang vom Video solltet ihr ein bisschen mit Humor nehmen. Ich möchte damit den lieben Elotrix nicht angreifen, es war einfach nur lustig, wie er sich aufgeregt hat, wir kennen ja alle seine Art. Und ja, Leute, jetzt geht's los mit dem FAQ und gönnt euch. Zu Beginn habe ich mir natürlich eine sehr, sehr interessante Frage vom Prison rausgesucht und zwar er fragt, kann man mit 22 Eiern 5 Bäume kitzeln, wenn 34 Giraffen den Baum beschützen und nur ein Nagger die Chicken Wings ist? Krasser FAQ. Ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich weise Frage, die ist wirklich tiefgründig, denn mit 22 Eiern 5 Bäume kitzeln, das kann schon schwierig werden, vor allem wenn 34 Giraffen den Baum beschützen und dabei ein Nagger, ja, Nagger, die Chicken Wings ist. Und ja, also die Antwort ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, weil ich lange überlegen musste, aber sie ist ganz einfach eigentlich und zwar... Halt einmal! It's Just Grizzly schreibt, ist Grizzly ein 31er oder hat er Swag? Krasser Mond-Smiley, also ja, wenn der krasser Mond-Smiley in der schreibt, dann hat er auf jeden Fall Swag. Chappa schreibt, nice dir zuzuhören, aber no homo, ja. Max Payne LP hat gleich 4 Fragen gestellt, ich blende euch hier einfach mal nur die Fragen ein und zwar die erste Frage ist... Was ist deine Lieblingsmarke, was Gaming-Equipment angeht? Ganz klar, Turtle Beach, mein Headset ist von Turtle Beach und ich feiere die Headsets einfach und muss echt sagen, mit dem PX22 ganz zufrieden. Die zweite Frage ist, glaubst du, dass BO3 noch lange gezockt wird? Also ich denke, dass ich es zumindest schon noch eine Weile spielen werde, macht es auf jeden Fall Spaß und ich denke auch einige haben das Ziel Level 1000 zu erreichen und ich finde das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt natürlich wieder einige Leute so in der Community, die das Spiel ein bisschen versauen wollen, weil sie so richtig räudig spielen, aber sonst muss ich eigentlich sagen, geht das Spiel voll klar. Die dritte Frage ist, wie fandest du COD AW? Ich muss echt sagen, AW war bis jetzt das beschützendste COD, wenn ich mich so zurück erinnere. Da war selbst Ghost sogar noch ein Ticken besser, weil Ghost, es war eigentlich nur scheiße, weil man so schnell stirbt. Die Maps und alles waren eigentlich, ja, okay. Die vierte Frage ist, welche Haarfarbe findest du am schönsten? Also ich selber habe blonde Haare, aber Frauen mag ich eher schwarze Haare. Aber ich bin auch nicht abgeneigt von Blondinen, ja. Der Plattfisch schreibt... Machst du mal wieder Live-Commentaries? Das ist so ein Thema, da war ich schon eine Weile am überlegen, ob ich da mal wieder ein Live-Commentary machen soll, aber eigentlich habe ich mir so gedacht, ich habe nicht so wirklich Lust drauf, deswegen habe ich noch keins gemacht. Also es steht noch nicht fest, ob ich eins mache, vielleicht habe ich irgendwann wieder Bock drauf, aber zurzeit denke ich eher, werde ich kein Live-Commentary machen, ich weiß nicht, die sind nicht so meins. Internet-Eier fragt, wann kommen Olafs Geschichten? Und ja Leute, das war ich auch schon eine Weile überlegen, wann ich die nächste Folge denn bringen werde. Ich weiß es noch nicht ganz genau, da wenn ich Bock drauf habe, eine Geschichte dazu zu machen. Lasst euch überraschen, ich denke mal, es wird auf jeden Fall bald kommen. Ich habe dann auch, wie gesagt, noch keinen festen Termin dafür ausgelegt. Florio schreibt entweder, okay, mehr Anzeigen, halt der Maul, alles klar. Das COD-Kanicke schreibt, warum ist Florio so behindert? Und dann schreibt er noch, wie packt man Styroporkügelchen ein, wenn man sie verschickt? Oh mein Gott. Ach, jetzt fängt die Scheiße wieder an. Bist du pädophil? Shax schreibt, wer ist der beste Modder, den du kennst? Halt der Maul, Shax. Oh, Shax schreibt noch was. Würdest du lieber sterben oder mehr anzeigen? Halt der Maul, du Spaß. Ach ja, was haben wir sonst noch so für Kommentare? Darf man dein Video essen, krasser Mond-Smiley? Bekämpfst du Drachen? Hashtag Tierquäler. Wenn man einen Apfel und eine Birne zusammentut, was ist das denn? Oh. Gut, ich glaube, wir sind langsam hier an einem Punkt angelangt, wo ich das FAQ beenden sollte. Und ja, Leute, da hoffe ich mal, das Ganze hat euch gefallen und ja, gönnt euch das restliche Gameplay. Vielleicht passiert zum Schluss noch was Spannendes, man munkelt ja. Und ja, Leute, das war's von mir. Abonnieren und Like nicht vergessen. Ich bin raus und ciao. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. Seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you sway. Take my hand, girl, don't look back.
bist es. Der Hurensohn, der hat mich vorhin bei Stellung abgefuckt, Mann. So eine Missgeburt, ey. Bin ich, wer ich bin, und ich scheiß auf die Hater. Hater. Denn ich bin, wer ich bin, und ich bin ein Gamer. Gamer. Es ist traurig, heute zu sehen, wie die Ratten von damals im Untergrund.